Arbeit, die große Freude macht. Das ist Gärtnern für Raffaela Gerlach. Ich finde das faszinierend, einfach einmal die Abwechslung und die Vielfalt. Man lernt nie aus. Sicher auch, weil jede Saison anders verläuft. Ihre Meisterprüfung hat die 28-Jährige längst erfolgreich bestanden. Ihr Arbeitsort ist die Staudengärtnerei Geismayer, eine Legende unter deutschen Gärtnereien. Für Raffaela ist es ein perfekter Ort, um gärtnerisch selbst aufzublühen. Vor einigen Jahren hat sie es hierher verschlagen. Eigentlich wollte sie sich nur mal umschauen. Dann folgte eine Bewerbung bei Geismayer. Ihr Steckenpferd und Lieblingsthema, alles rund um den Pflanzenschutz. Pflanzenstärkung ist sehr wichtig, und denn je robuster die Pflanze ist, desto stärker und vitaler ist sie und desto widerstandsfähiger ist sie Schädlingen und Krankheiten gegenüber. Das gärtnerische Gen ist bei ihr tief verwurzelt. Raffaela ist die vierte Generation, die sich mit Pflanzen beschäftigt. Was ihr gefällt? Dass jeder Tag anders ist. Und sie für Qualität sorgen kann, indem sie aktiv den Pflanzen beim Wachsen hilft. Wir bringen noch mal einen ganz anderen Wind rein, dadurch, dass wir auch einfach andere Fragen stellen. Wir haben andere Schwerpunkte. Wir gehen auch Richtung Nachhaltigkeit. Zum Beispiel Plastiktöpfe. Wäre wunderbar, wenn wir da schon einen Ersatz hätten. Funktioniert nicht, noch nicht. Ich hoffe, dass es irgendwann mal soweit ist. Also das merkt man schon in unserer Generation. Und dadurch bringen wir auch einen anderen Wind in den Berufsstand rein. Dieser Enthusiasmus braucht als Partner Erfahrung. Dieter Geismayer ist ein wandelndes Pflanzenlexikon. Er hat Raffaela über die Jahre immer wieder gefordert und gefördert und ihr viele Geschichten über Pflanzen vermittelt. Man muss, wenn man Narzissen pflanzt, frühe, mittlere und späte pflanzen. Ganz wichtig. Naja, also wir Gärtner sind im Herzen immer jung, ja. Auch nur über 70. Aber das stimmt natürlich, also so das Mehrgenerationen-Gärtnern, auch im Beruflichen, das finde ich was ganz Wichtiges, dass also jung und mittel und alt alle gemeinsam das Gärtnerische betreiben miteinander. Und ich glaube, alle können davon profitieren. Auch jung kann von jung lernen. Raffaela Gerlach hat neben ihrem Vollzeitjob noch Zeit für ein für sie wichtiges Ehrenamt. Sie ist Bundesvorsitzende in der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Junggärtner. Mit einer Kollegin bespricht sie Möglichkeiten der Weiterbildung und setzt sich ein, dass junge Gärtnerinnen und Gärtner mit ihren Anliegen ernst genommen werden. Wenn Arbeit mal zu viel ist, dann sind es Tiere, die Raffaela begeistern. Ihr Freund ist Landwirt und hat mehrere Rinder, die längst auch Teil von Raffaelas Leben sind. Stauden sind ihre Favoriten, vor allem der Phlox. Im April ist es noch etwas zu früh für die Blütenpracht, aber man kann gut Stecklinge vermehren. Man nimmt dann einen Kopfsteckling, man schneidet den schön ab, sodass man auch was vom Stängel hat, steckt den dann in ein Wasserglas rein und bei 1 bis 2 Wochen Zimmertemperatur bildet er schon die ersten Wurzeln, dann kann man ihn topfen und dann hat man 9 Phlox. Ein Leben zwischen und mit Pflanzen ist für Raffaela längst kein Traum mehr. Nun geht es darum, ihre eigenen Ideen und Wünsche zu verwirklichen.